Hourglass. Ein richtig geiles Spiel von Klim. Wir sind an diesem Rätsel, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir machen direkt weiter, wo wir am letzten Part aufgehört haben. Diese Aufnahme mache ich direkt nach der letzten. Ihr seht es nur einen Tag später. Und ich bin überfragt, denn ich muss irgendwie pünktlich passend hinkriegen. Wie mache ich das? Ich würde sagen, ich place den eventuell hier. Dann wird der spawnen. Laufe ich schnell nach da. Aktiviere den. Würde sagen, ich... Das Laufen, das passt vor der Zeit. Vielleicht brauche ich einfach zwei Ghosts. Das ist es. Ich spawne einen... Okay, ich glaube, ich hab's. Ich weiß es allerdings nicht. Pass auf, Leute. Big Boy, was jetzt kommt. Und zwar... Ich nehme die Cube und place ihn. Und wir placen einen. Verdammt. Verdammt, Alter. Ich hätte diesen einen Fehler nicht machen dürfen. Neuer Versuch. Aber ich glaube, ich weiß es. Ich place es extra in der hintersten Ecke, dass es kaum runterfällt. Da würde ich sagen, placen wir einmal kurz. Okay. Da bedeutet, ich aktiviere einmal kurz den Ghost. Würde sagen, dann einmal aus. Und du passt auf, Leute. Ich place das exakt hier. Da muss ich vor da dann schnell... Okay. Leute, wenn das nicht ist, dann probieren wir erstmal ein anderes Rätsel. Heißt... Geil. Na, neuer Versuch. Von hier drauf. Komm schon, Leute, komm schon. Nein, Leute. Nein, es war so knapp. Eine Millisekunde gefühlt. Okay, wir probieren erstmal was anderes. Hier unten ist doch noch was. Sonst frage ich einfach bei Klim nach einem kleinen Tipp. Oh mein Gott, das dauert lange, fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, ich habe die Solution. Und zwar, passt auf, Leute. Big Boy. Einer kommt darauf. Der Cubus kommt nach hier. Und der kommt nach exakt hier. Jetzt place ich den Cubus darauf. Und dann warte ich kurz, bis es rübergefahren ist. Pass auf. Teleportiere mich. Jetzt bin ich nämlich da. Kann mich vielleicht gleich mit dem Ghost rüber TP'n. Pass auf. Da müssen wir hin. Da hoch. Bedeutet, wir nehmen den. Kommen nämlich nun. Aktivieren den Ghost, TP'n uns. Nehmen den, TP'n uns. Und stellen ihn ab. Das ist unsere Quest nun. Was hast du denn eigentlich, wenn ich jetzt dort hinplace? Er spawnt trotzdem dort, okay. Okay, was passiert dort? Dort wird der aktiviert. Ich glaube, hier ist exakt die gleiche Aufgabe. Fragst du, wie kriege ich den Cube hier hoch? Beziehungsweise hier oben drauf muss ein Geist stehen. Ich glaube, ich hatte nie so eine Idee. Man könnte doch rein theoretisch hier mit drauf fahren und da teleportiert man sich.
Ja, aber nee, das wird von der Zeit her gar nicht passen, oder? Hä? Leute, ich bin überfragt. Also, man kann doch rein theoretisch den da jetzt doch da rüber kriegen, oder? Oder? Nee. Leute, ich muss echt gestehen, die Rätsel auf dieser Welt sind enorm schwer. Also Klim. Richtig schwere Rätsel, muss ich schon sagen. Okay. Mhm. Okay, okay, okay. Okay. Wo sind die Teleporter? Da sind die Teleporter. I think I have an idea. I think so. So leicht kann es doch gar nicht sein. Wir müssen einmal kurz den Kurs da rüberfahren. Bumm. Nun passt auf, Leute, Big Boy. Der fährt jetzt darüber. So, okay. Und weiter weiß ich nicht. Ich kann rein theoretisch mich jetzt dorthin porten. Bin nun hier. Über mir ist diese Plattform. Die fährt doch rein theoretisch runter, wenn ich hier drauf stehe. Heißt, ich aktiviere einfach mal den Geist, der das für mich mal macht. Hä? I don't understand. What to do? Das sieht komisch aus. Also Leute, ich muss auf jeden Fall da hinten auf jeden Fall schon mal an den Cubus kommen. Ich könnte doch rein theoretisch... Ich muss auf jeden Fall an den Cubus kommen. Muss ich irgendwie mit dem Cubus daran kommen? Nur wie schaffe ich das? Tut mir leid, dass die Folge heute so einseitig ist, aber ich bin einfach planlos. Ja, der braucht echt lange zum Runterfahren, fällt mir gerade erst auf. Wäre es möglich? Okay, Leute, das ist schwer. Ich kann hier mal probieren, meinem Vater zu helfen. Oh, hat mir nicht viel gebracht. Ich dachte, ich hätte jetzt mich irgendwie groß irgendwo lang gecheatet. Hallo Papa, ich brauche einen Cubus. Hey, ja, guck mich nicht so an. Ja. Schön, das Feuer hast du hier. Nötige doch rein theoretisch einen Cubus. Habe ich ein Secret gefunden? Woher kriege ich allerdings den Cubus? Das ist jetzt die Frage in diesem Rätsel. Ich brauche auf jeden Fall so einen Würfel, damit ich den auf diese eine Markierung auf der anderen Seite. Alter. Bin überfragt.
muss damit hinten darüber fahren. Immer dieses lange Rätsel. Man muss das immer, dieses Rätsel immer so lange dauern, vorzubereiten. Okay, So. Okay. Pass auf, Leute. Auf gut Glück. Ich place mich hier. Ich starte die Aufnahme. So, und das wird die Aufnahme. So, und zwar pass auf. Jetzt starte ich schon. Ach, scheiß drauf. Muss exakt die richtige Zeit treffen, dann wäre das doch unmöglich. Der fährt auf jeden Fall mit, ich möchte nur auf Nummer sicher gehen und mal so machen. Leute, ich bin überfragt. So. Leute, bitte nicht. Wäre es nicht einfach possible? Einfach hingeht und sagt, so, ich mach das. So. So. Dass er einfach sagt, okay, probier einfach Neo-Jumps zu machen. Wäre das nicht auch einfach möglich? Man sagt, okay, ich möchte probieren. Ich wette, Neo-Jumps sind possible. Ich wette so sehr. Neo Jumps is safe possible. Okay, Leute, ich geb's auf. Das ist nicht möglich. Was dann? Weil. Ist das safe? Ich brauche auf jeden Fall Teleport auf der anderen Seite, das steht fest. Da kann ich nämlich da runter mit dem Geist die Cubes holen. Okay. So. Teleporter. Andere Teleporter, so. Der da. Dahin. Der wird hochgefahren. Also ich gehe darauf. So, okay. Komm, einen Versuch mache ich noch. Jetzt muss es doch mal klappen. Okay, und zwar pass auf. Jetzt, wenn ich mich teleportiere, einfach nach links laufen. Und Aufnahme beenden. Okay.
Oh mein Gott, das war zu kurz. Vielleicht wird das eine Folge ohne Erfolg dieses Mal. Also eigentlich... Ne, eigentlich haben wir nichts in dieser Folge bisher geschafft. Okay. Okay, Leute, passt auf. Die alles entscheidende Frage. Nein, 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 nein. Verdammt. Okay, ich würde sagen, weil die Folge schon so lang geht, das war eine Folge ohne Erfolg. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde sagen, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.